Jener Todeslenker, der vor wenigen Tagen einen tödlichen Unfall verursacht hat, der wurde ausgeforscht. Bevor wir da über sozusagen das sprechen, warum er hier ausgeforscht werden konnte, vielleicht noch mal kurz, was ist denn da genau passiert vor wenigen Tagen? Also am Freitag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Dabei ist eine 70-jährige Frau an den schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Von dem Fahrerflüchtigen war bis jetzt nichts bekannt. Es gab eine vage Beschreibung des Täterfahrzeuges und die Fahndungen wurden über das Wochenende intensiviert. Und da ist der Polizei es auch gelungen, diesen Mann auch auszuforschen. Was ist denn da bis dato jetzt bekannt? Die Landesverkehrsabteilung in Verbindung mit dem Landeskriminalamt haben im 21. und 22. Bezirk umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt. Schlussendlich hat ein Passant den ausschlagkräftigen Hinweis gegeben, dass er ein verdächtiges Fahrzeug in einer Tiefgarage gesehen hatte. Dieses Fahrzeug wurde durch die Ermittler von außen einmal begutachtet. Man konnte eindeutig feststellen, dass es starke Beschädigungen, die möglicherweise auch auf diesen Unfall herrühren, hat. Und die Beamten haben dann abgewartet und der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Österreicher, hat sich kurze Zeit darauf wieder zum Fahrzeug begeben und er ist anschließend festgenommen worden. Und es wurde dann auch Suchtmittel sichergestellt, ist das korrekt? Ja, das Landeskriminalamt hat gegen den Mann schon seit einiger Zeit ermittelt, da er im Verdacht steht, Suchtmittelhandel zu betreiben. In weiterer Folge, in den ersten Erhebungen, konnte ein Haus, das der 32-Jährige angemietet haben soll, vorgefunden werden. Im Kellerbereich wurden über 300 Cannabispflanzen vorerst einmal sichergestellt und die Einvernahmen sind natürlich noch am Laufen. Das heißt, der Mann hat sich bis dato noch nicht geständig gezeigt oder wird man das dann im Laufe des heutigen und auch des morgigen Tages da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können? Also ich habe jetzt gerade mit den ermittelnden Kollegen telefoniert. Er zeigt sich vorerst noch nicht geständig. Die Einvernahmen sind aber noch nicht abgeschlossen. In weiterer Folge ist natürlich auch das Fahrzeug sichergestellt worden. Es wird zurzeit von der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes untersucht. Man versucht hier Spuren am Fahrzeug sicherzustellen.